Hallo an alle Zuschauer. War ja lang her, ja, Urlaubspause, dann habe ich fast eine Woche lang nichts gemacht. Hier am Donnerstag nehme ich gerade auf für Freitag, also wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich Freitag oder später und ich habe es am Donnerstag aufgenommen. Letzte Woche Ferien, würde ich da mal sagen, ne? Und ja, nach dem, ich sag's mal so, enttäuschenden Urlaub auf der, an der Ostsee, freue ich mich, wenn ich hier mal ein bisschen in die Karibik gucken kann. Also, es war nicht enttäuschend im Sinne, ich habe nichts gemacht. Es war enttäuschend von dem Sinne, man konnte nicht mal baden gehen. Das Wasser war schweinekalt. Das war sogar noch kälter als in der Eisbucket-Challenge. Ansonsten, letzte Woche Ferien, was soll ich dazu sagen? Noch 4 Tage und dann ist es schon wieder. Alter, nochmal die Schnauze! Noch 4 Tage und dann ist auch schon wieder Montag und. Ach, ich freue mich wahnsinnig. Die ganzen Leute, wie das denen, auf die ich schon so wahnsinnig ich mich vermisst habe. Ich freue mich da wahnsinnig. Ich könnte mir wirklich ein Loch in den Bauch freuen. Ich habe so riesig Bock auf Montag. Ich bin so richtig motiviert. Meine Lust ist auch schon grenzenlos zur Zeit und ja, freue ich schon froh auf Montag, ne? Mensch, was haben wir hier schon? Rumpfausbau, haben wir schon 2 gemacht. Brandzeitenkanonen, Rammsporn, Rundkugeln, wir könnten eigentlich auf ein neues Fort losgehen, bevor wir zum nächsten Missionsziel reisen. Wo ist das überhaupt? Oder nächstes Missionsziel ist in Kingston. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal Nawassa hoch, ne? Nawassa. Also ab nach Nawassa. Ist auch zum Glück nicht weit weg oder so. Los, Engel, los geht's! Auf jeden Fall. Hoch, Ich freue mich so Leute, wahnsinnig an auf die Montag. Brandsegel! Die ganzen Leere wiedersehen, die ich über die ganzen 6 Wochen so richtig vermisst habe. Und die ich überhaupt nicht leben kann. Das ist schon wirklich Frustration, die 6 Wochen gewesen. Es ist einfach so unfassbar. Ach, das kann man gar nicht beschreiben. So ohne Schule, das ist. Gleich viel beschissener, das zieht einen krass runter. Oh, mir hängt da gerade was im Hals. Sorry. Und da hinten ist eine Fregatte, oder? Die ist noch zu hoch für uns. Scheiße. Und da wollen wir uns vorkrallen. Juhu. Wo auch tausende Fregatten rumschwimmen. Ich sehe es schon, komm, wir werden sterben. Wir werden verrecken. Wenn nicht, fliehen wir halt schnell nach Kingston. Oh ne, jetzt habe ich gespoilert. Scheiße. Ach, da fliegen wir einfach zur nächsten Stadt. Insel, aka. Der Shanty ist so scheiße. Nächste Shanty. Der ist auch scheiße. Ach, da darf. Eben einfach mal Radio ausschalten. Wie im Auto. Oh, was schwimmt denn da? Der Snapper? Ich dachte schon, der Stände der Sniper. Wir schnappen uns einfach mal dieses Schiff hier. Hoffen wir uns von dem Geld, uns irgendwas kaufen zu können. So, jetzt haben wir uns hier mal geschnappt. Und ja, das ist das einzige Video, was ihr in der Woche nach meinem Urlaub seht. Ich war auch ganz ehrlich gesagt ein bisschen motivationslos und lustlos, um überhaupt was zu machen. Okay, nach dem Urlaub willst du dich erstmal noch ein bisschen entspannen, weil du es gewohnt bist, nichts zu tun. Da ist es immer so, dass man nicht so die Laune hat, was aufzunehmen. Das kennen manche bestimmt auch. Und ich werde bestimmt den Sound runterdrehen, denn der ist gerade ziemlich laut. Und einmal direkt von oben. Ihr könnt auch gar nichts, ey. Ey, ich hab doch für den Kettenangriff gedrückt, ey. Ich könnte schwören. So, geht schwimmen und macht die Eisbucket Challenge. So. Aber spenden, ne? Spenden nicht vergessen. Ach, die Eisbucket Challenge. Was für ein befreiendes Gefühl, wenn man es macht. Ich habe es nicht gemacht, aber wenn man es macht, ist es bestimmt geil. Also wenn es warm ist, wenn es kalt ist, dann will ich es auch nicht machen. Aber wenn es warm ist, dann ist es bestimmt nicht schlecht, so eine Eisbucket Challenge zu machen.
Ach, ich will die Fregatte reißen, Alter. Die ist stark für uns. Ich will die unbedingt haben, die Fregatte. Ich will die haben. Ach, nee. Das ist auch zum Glück nicht mit 1000 Insel vor, so, ja. Ja, aber nur Kanonen. Was ist Schoner? Solange keine Fregatten kommen, ist es mir eigentlich relativ recht. Auf die will ich nicht unbedingt treffen. Okay, sind alle Schoner. Geht der noch? Nee, da ist eine Fregatte. Nee. Leck mich am Arsch, da ist eine Fregatte. Wann geht denn das Ding mal down? Ich muss die teilweise mit erschießen hier. Aber ich darf in der Concentration auf die Türme nicht vergessen. Oh Mann, es kotzt mich an. Hier sind zwei verschiedene. Oh, geht da mal sterben, ey. Ah, Scheiße. Ich brauche ein Vor, ganz dringend. Und ich treffe auch noch nicht. Ich brauche unbedingt einen Schoner. Was ich ändern muss. Komm. Los, ja, Kugeln. Ja, fast getroffen. So, entern, los. Fahrt. Fahrt. So, und dann. Und entern, so. Wieder ein bisschen reparieren, damit ich nicht ganz so scheiße aus der Wäsche gucke. Ich muss sagen, mein Schiff, das habe ich bis jetzt mich noch kaum drum gekümmert. So, ich muss mal gucken. Nehme ich schon zu lang auf. Ich nehme schon, was, schon 7 Minuten aufnehmen. Allein schon für das bisschen her von Entern. Scheiße. Dann mache ich vielleicht 16 Minuten draus. Oder halt so irgendwie sowas in der Spanne. Weil ich das wirklich jetzt geregelt haben will. So, stirb. Und du willst auch gleich angreifen. Ey, ich hab Kreis gedrückt. Los, greif an. Bitch. Zeit ist Geld. Greif da mal an. Und ihr habt verloren. So, ich will das scheiß, dieses scheiß Seeschloss kaputt machen. Also das Vor. Und entern, Alter. So, mach ich die Folge jetzt mir scheißegal, auch wenn es 20 Minuten wären. Ich will die kaputt machen, Alter. Ich hab so Frust auf die jetzt. So. Einfach versenken, ey. So. Weiter geht's. Wo ist denn das Vor? Das Vor ist. Ja, noch ein Schiff. Klar, warum auch nicht? Geh eben auch mal ganz kurz sterben. So, dann einmal unsere Mörser auspacken. Ich bin zu weit weg, oder? Nö, ernsthaft jetzt. Jetzt aber, komm. Rein damit. Das darf nicht wahr sein. Die sterben einfach nicht. So, jetzt nochmal. Nase und reinhalten. Da ist sie am schwächsten, Captain. Was? Gib den Befehl, Sir. Feuer! Und jetzt aber, es muss aber was bringen. Schießt! Feuer! Was? Zur Hölle. So, jetzt geht kaputt. Ja, ein was ist endlich down. Und jetzt kommt zwei was. Ja, zwei was down. Jetzt kommen noch drei was. Ja, drei was. Und vier was. So, scheiß drauf. Einfach drauf feuern, kaputt machen. Bams, vier was. Hab euch alle, ey. Oh, geil, noch vier Sachen.
Er fühlt sich super an, wie man alles zerstört. So, und jetzt geht er drauf. Ja, 7 was. Ah, keine Mörsergeschosse mehr, scheiße. Juhu. Wenn ich so ein scheiß Fehler jetzt, ey, Mann, werde ich bestimmt sterben. Feuer! Ja! Feuer! Bereit zum Schießen, Feuer! Da sind sie verwundbar, Feuer! Noch ein paar Schüsse und. So, noch ein was. Ich krieg das jetzt noch down, Leute. Ich krieg's noch down. Ich dachte eigentlich, ich gehe drauf, aber ich krieg's dann doch noch down. Da dauert es eben ein kleines bisschen länger, die Folge heute. Aber es ist auch kein Problem, oder? Die schießen. So, kaputt alles. Jetzt gucken, wie lange ich schon aufnehme. 11 Minuten, das passt doch. Wie am Schnürchen. Okay, das schaffen wir noch. Wenn das Schiff da drüben nicht so beidreht, könnten wir es noch schaffen. Weil ich will hier mich anlegen. So. Und einmal in den Kreis fahren. Ja, das war nicht, so schön, da jetzt reinzufahren. So. Und andocken. So. Jetzt seid ihr dran, Kollegen. El Golegas. So. Ich bin drauf. Einmal mit dem Aufzug. Wir kommen. Jetzt seid ihr alle. Naja, okay, wir können nicht leben, dass noch ein paar ein bisschen sterben. Wo ist denn der Erste? Der Erste ist da. Und da ich blöd bin, weiß, dass er mich sehen kann. Hä? Ich kann doch sonst nochmal hier hochklettern. Okay, dann renne ich da lang. So, fickt euch einfach mal. So, wer ist denn der Nächste? Der Nächste wäre da drüben, aber ich will erst den Typen schnappen, den ich mir von oben wegnehmen kann. Boah, Alter. Kann ich ihn von hier aus? So, hab euch schon mal erwischt. So, jetzt will ich den letzten noch töten, ganz schnell und schmerzlos. Fast and painless, ne? Ach toll, jetzt hat die mich natürlich gesehen. Rennt doch mal. So, du gehst mir ziemlich auf den Sack, du Type. Ach, hätte ja klappen können. Einmal Rauch. Und du auch noch. So, wo geht's denn hin? Der Kriegsraum ist da unten. So, du musst es noch dran glauben. Sondern einmal nach unten, oder? Ach, das klappt ja auch wunderbar schön mit dem Draufspringen. So, einmal BAM! So auftreten. So. Und kurzen Prozess. Headshot. Und da brennt es. Und alle Glocken tönen. Wir haben gewonnen. Juhu. Wir haben die Black Flag gehisst und auch dieses Gebiet erfolgreich infiltrated, nenne ich jetzt mal. Waren wir da schon eigentlich auf der Insel? Waren wir da schon mal? Ne, auf Isla Wache. War noch niemals. Okay, das war gerade ein kleiner Bug. Ich hab wirklich schon, wer mich jetzt entdeckt. Linda Justitia. Ne, ich will noch das Vor noch ein bisschen erkunden. Geil. Jetzt haben sie eine Leiter hingebaut.
So, ich will natürlich nur noch die ganzen Truhen bekommen. Jetzt haben wir auch wieder ordentlich Kohle für ein paar Schiffs-Upgrades. Gefällt mir auch. Wo es geht zu den Truhen. Ach, die Truhe war ja da hinten. Stimmt, die habe ich gesehen. Die Truhe war da hinten. Stimmt, da bin ich ja vorbeigelaufen. Erfolgreich vorbeigelaufen. Wollte sie auch einsammeln, aber ich konnte nicht, weil ich gerade mitten in der Combat war. Konnte ich ja nicht die Truhe nicht aufsammeln. Aber finde ich geil gemacht. Die ganzen Kletterpassagen, die es in Assassin's Creed gibt. Finde ich, ist der Hauptgrund, Assassin's Creed zu spielen. Ja, ich bin ein ziemlicher Kletteraffe in Spielen. Da freue ich mich immer. Da ich es in echt nicht kann, freue ich mich, dass es im Videospiel funktioniert. So, einmal hier die Truhen holen. Wo geht's? Da geht's in den Heuhaufen rein. Haben wir da auch einen Heuhaufen? Da haben wir auch einen Heuhaufen. Wir haben ja überall Heuhaufen. Zum Glück keine Heukarre, denn die könnte man ja wegziehen. Als wenn Templer schlau werden, würden sie einfach die Heubarren wegziehen. Ich denke mal, das würde mehr Sinn machen, als nach den ganzen Assassinen wirklich zu jagen. So. Einmal zum, ich nenne es mal, Schiff Market Store Dingsabums reden. So. Genau, erstmal Schiff reparieren. Definitiv Schiff reparieren. Bam, bam, bams. Und dann verkaufen. Wir haben zum Glück ja Fracht. Wir haben Züge. Züge haben wir. Und Ruhm. Oh, wir haben 4 Ruhm. Das bringt viel Kohle ein. Stoff hätten wir auch, aber das bringt momentan noch nichts. Verkaufen. Was können wir kaufen? Munition kann man definitiv kaufen. Feuerfässer haben wir nicht. Mörsergeschosse haben wir alle 5 verbraten, die wir haben. Schwerkugeln haben wir auch 2-mal. Achso, wir haben 2-mal Schwerkugeln verbraten. Ach ja, einmal ging es vor und einmal ging es ums Schiff. Wir können ausbauen. Was können wir ausbauen? Steine der Rundkugeln. Das mache ich definitiv, mache ich das. Was können wir noch machen? Wir können Lager für Mörser. Definitiv bin ich dabei. Was geht noch? Hier geht nichts. Mannschaftsquartiere definitiv das, weil da können wir mehr Leute dabei haben und das ist generell gut für größere Schlachten. Und das war's auch. Business well concluded. So, wir haben es gehört. Gehört, haben wir es gehört. Ich bin immer noch so in diesem Akzent unterwegs. Also dieses, wenn man ein ER oder generell ein R drin hat, dieses so komisch auszusprechen wie, schaut doch mal das wunderschöne blaue Wasser. Oh, ich finde den Akzent einfach nur so geil. Ich weiß nicht warum, ich mag ihn eigentlich nicht, aber ich finde ihn aber auch mit mir geil. Also, mal gucken, wenn wir schon aufnehmen. Ich gucke jetzt ziemlich häufig nach. 17 Minuten, okay, wir müssen aufhören. Also, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Also, bis zum nächsten Mal.